Hier ist das Kollegium der Immobilienwirtschaft. Ein Gespräch unter Maklern. Mal witzig, mal ernst, immer wieder neu und interessant. Ja, bei unserem Netzwerk Kollegium der Immobilienwirtschaft legen wir einen besonderen Wert auf kollegialen und fachlichen Austausch. In der Zwischenzeit haben wir über 312 Mitglieder. Wir diskutieren, wir fachsimpeln, freuen uns über Erfolge und beratschlagen verschiedene Fälle aus der Immobilienwirtschaft. Ein besonderes Highlight in unserem ist unser Kollegiumstalk, ein lockeres Gespräch unter Kollegen. Zum heutigen Kollegiumstalk begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Peggy Schlüber aus Breitscheid. Hallo Peggy. Ja, hallo Karel, vielen Dank für die Einladung. Erzähl uns mal, wie lange bist du schon in der Branche tätig? Wo liegt Breitscheid eigentlich genau? Und was sind so deine Schwerpunkte deiner Arbeit? Ja, also tätig bin ich schon seit über 20 Jahren in der Baubranche, habe mich vor 6 Jahren als Immobilienmaklerin selbstständig gemacht. Ich wohne hier im schönen Hochscheid, das ist ein Ortsteil von Breitscheid. Und wir sind so in der Achse zwischen Köln und Frankfurt. Koblenz, Neuwied ist ganz nah, also Landkreis Neuwied. Und bei uns ist es halt sehr spannend für Pendler, weil wir sehr nah an der Autobahn gelegen sind und trotzdem sehr ländlich. Also ja, eine sehr schöne Gegend am Rande des Westerwaldes sozusagen. Was sind so deine Schwerpunkte deiner Arbeit? Also meine Schwerpunkte liegen ganz klar im Verkauf von Einfamilienhäusern, von ein bisschen Vermietung und auch das Gutachten habe ich mit in mein Portfolio aufgenommen. Ja. Bist du auch in der Hausverwaltung tätig? Nein, Hausverwaltung überhaupt nicht. Also Vermietung immer so am Rande, wenn man gute Bekannte hat oder gute Kunden, für die vermiete ich immer. Aber dass das jetzt so von mir beworben wird, eigentlich weniger. Ja. Ja, ich habe ja gelesen, du bist auch sehr aktiv in deiner Gemeinde tätig, unter anderem sportlich auch als Schatzmeisterin des VfL Wald Breitbach, wie auch als erste Vorsitzende des Wirtschaftsforums der VG Rengsdorf Waldbreitbach mit mehr als 140 Mitgliedsunternehmen. Wie wirkt sich das so auf deine Arbeit als Immobilienmaklerin aus? Also beim VfL Waldbreitbach ist es so, das ist eine gewachsene Geschichte. Da bin ich schon über 15 Jahre aktiv. Der Verein liegt mir unheimlich am Herzen und bringt mir auch ganz viel persönliches Guttun sozusagen. Ne? Also Laufen ist mein Sport, das ist mein Hobby und da bin ich sehr gut aufgenommen und das ist wie so eine riesengroße Familie. Das Wirtschaftsforum hingegen ist wirklich eine Sache, die ich als Unternehmerin angegangen bin. Also auch diesen ersten Vorsitz bin ich ja als Peggy Stüber Immobilien und da habe ich natürlich jetzt ein wahnsinniges Netzwerk, was ich verwalte, wo ich mit meinen Vorstandsmitgliedern wirklich täglich dran arbeite, um die Unternehmen, die bei mir Mitglied sind, sichtbar zu machen, zu vernetzen, Synergien zu schaffen und auch nach außen als Gemeinschaft aufzutreten. Das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft auch, ja. Ja, da haben wir einiges gemeinsam. Ich laufe auch und ich bin ja auch Vorsitzender in unserem Stadtmarketing Bloggingen, das ich schon seit über 16 Jahren betreibe. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, weil es auch so eine Art Farm ist. Man kennt sich untereinander und tauscht sich auch aus, Geschäftliches wie auch Privates. Ich finde es immer auch sehr wichtig, wenn man vor allem in so einem Ort lebt. Ja, also auf jeden Fall. Und ich merke auch, also das geht dir bestimmt auch so, was man tut, macht man ja mit Freude oder sollte man mit Freude machen. Und hier, das ist wirklich was mir sehr viel Freude bereitet und sehr viel Spaß macht und wo ich auch von den Mitgliedern, wo wir, also das mache ich ja nicht allein, ich habe ja einen tollen Vorstand, wo wir ganz viel Rückmeldung bekommen und gerade jetzt, in den Zeiten, die wir hinter uns haben und die vielleicht auch noch vor uns liegen, politisch und energetisch und so weiter, ist da der Austausch hat sich unheimlich nach vorne bewegt. Ne? Also früher hatte man immer so ein bisschen, da musste man immer sich
aktiv dazu durchringen, zu sagen, hier kommt bitte, bitte. Und jetzt ist da so eine Dynamik drin. Und ich glaube, dass dieses Netzwerken wirklich eine existenzielle Sache ist. Und für mich als Immobilienmaklerin, ich komme mit ganz vielen Unternehmen ins Gespräch, ich kriege viele Objekte, Projekte vorgestellt oder höre, da ist das passiert und da ist das passiert. Das bringt mich natürlich auch geschäftlich weiter. Ja, das ist richtig, ja. Kommen wir zum Immobilienmarkt. In unserer Branche ist es ja immer noch sehr üblich, dass Quereinsteiger das Marken beginnen. Du bist eine ausgebildete Immobilienfachwirtin von der IHK, hast also ein klassisches Studium in der Immobilienwirtschaft absolviert. Ich habe ja Ähnliches durchgegangen, allerdings bei der Verwaltungswirtschaftsakademie in Freiburg, auch zum Immobilienwirt. Auf deiner Homepage habe ich auch gelesen, dass du DEKRA-zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertung D1 Plus bist. Was hat dich dazu bewogen, diese Ausbildungen zu machen? Weil es ist ja nicht immer selbstverständlich heutzutage. Stimmt, ist, also das habe ich aber auch erst im Nachhinein, als ich diese ganzen Ausbildungen schon hatte, durch die Foren oder gerade auch hier durch unsere Maklergruppe erfahren, dass das so einen hohen Stellenwert hat. Also für mich war irgendwie mit Anfang 40, habe ich so gedacht, so und jetzt Kinder groß, Mann ist beschäftigt und ich möchte jetzt möchte ich gerne noch mal so mit was durchstarten. Und dann war für mich klar, wenn ich was mache, muss es auch fundiert sein. Und das Studium hat mir wirklich erstmal aufgezeigt, wie groß und wie was für eine Bandbreite wir als Immobilienmakler abdecken. Und nach dem abgeschlossenen Studium, erfolgreich abgeschlossenen Studium, habe ich gedacht, so und jetzt machst du noch weiter, du bist im Lernfluss, du hast dich diszipliniert und dann habe ich halt noch diese DEKRA-Geschichten hinten dran gehangen. Und auch das im Nachhinein immens wichtig für mich als Sach- und Fachverständige, als die ich mich ja auch hier präsentiere und meine Farm auch bearbeite. Und ich kann es halt nach wie vor nicht verstehen, dass der Immobilienmakler nicht als Beruf, als Ausbildungsberuf gefordert ist, wenn man Makler macht. Ganz einfach. Also das ist schon eine wichtige Sache. Und wie gesagt, rückblickend mit den Ausbildungen alles richtig gemacht. Und kann ich nur jedem empfehlen, der sich in dem Feld bewegt, sich da fortzubilden oder eine entsprechende Ausbildung zu machen. Ja, ich denke auch und ich merke es ja auch immer wieder in den Gesprächen auch mit meinen Kunden, dass Fachwissen schon sehr besonders wichtig ist. Vor allem, es geht ja hier auch um die große Summen, die wir hier bewegen. Und da wollen die Leute natürlich auch gut beraten werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe bei dir gesehen, du bist auch sehr stark in den sozialen Medien aktiv, unter anderem auf Instagram, Facebook und LinkedIn, was es so noch gibt, auch auf TikTok, das weiß ich jetzt nicht. Hier postest du so deine Aktivitäten, deine Erfolge, aber auch deine neuesten Angebote. Wie siehst du so den Trend hierzu? Werden die Angebote in sozialen Medien auch angenommen? Ja, also ich meine, das mit dem, ich bin ja so eine kleine Social-Media-Queen hier bei uns in der Familie. Also die Kinder sagen auch immer, Mama, das ist wirklich so, aber ich liebe das, das ist mein Steckenpferd und ich habe das auch recht früh angefangen, also da war das noch gar nicht so publik und da war ich beim Thomas Brunner auf einem Präsenzseminar, also das war wirklich noch ganz, ganz lange vor diesem ganzen Krankheitsgedöns und der hat gesagt, hier einfach machen, ne? Einfach vor die Kamera setzen, einfach ein Foto posten und so bin ich dazu gekommen und habe das Schritt für Schritt mir selbst perfektioniert und ich muss sagen, ganz oft, wenn ich jetzt Vorankündigungen mache oder Posts mache, dass die Leute sehen das. Man wird sichtbar und wenn man es mit Herz macht und auch das wieder gut macht, man vertut sich ja nichts dabei. Man muss es halt mögen. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, wow, Peggy, wenn ich dich da sehe, da brauche ich 100 Jahre für so ein Video da zu drehen und mir liegt das halt und nicht nur, also ich wäre nie zu kühn zu behaupten, nur Social Media macht's, ne? Also das Gesamtpaket muss ja stimmen. Aber es tut schon seinen Teil dazu bei, dass ich in meiner Farm hier bekannt bin und auch gesehen werde. Auf jeden Fall, ja.
Also ich finde es klasse. Ich mache es ja ähnlich wie du, bin auch auf allen möglichen Kanälen unterwegs und poste da auch meine Angebote und teilweise auch manche Privatsachen, die ich dann so mache. Das kommt auch teilweise auch immer ganz gut an, sind unterschiedlich, aber es ist immer sehr interessant, was man da für ein Feedback bekommt. Ich folge dir ja auch über, glaube ich, auch in allen Kanälen, wo es geht, wo ich dich sehe. Ja, Und wir ich können ja auch immer immer noch noch was voneinander lernen, ne? Wenn man schon mal was sieht, dann denkt man, oh gut, das ist eine gute Idee, kann man auch mal posten. Ja. ja. Ja, kommen wir zum Immobilienmarkt rund um Breitscheid. Wie siehst du so die derzeitige Entwicklung der Nachfrage sowie die Kaufpreise in deiner Gegend? Gerade jetzt in der Zeit, in der die Nachfrage doch relativ stark abgenommen hat und die Zinsen auch gestiegen sind. Ja, also das ist ja eine Frage, die du bestimmt auch des Öfteren die letzten Tage gehört hast und die ich auch immer wieder gefragt werde. Dazu kann ich nur sagen, in unserer Region, die Preise sind recht stabil. Die Nachfrage ganz klar ist zurückgegangen, aber der nachfragt, hat auch wirklich Interesse. Also dieser Tourismus oder dieses, ach, ich frage da jetzt mal an, vielleicht kann ich ein Schnäppchen machen, die sind komplett weg. Und man merkt jetzt, es geht wieder los. Also der Januar war wirklich sehr, sehr ruhig, obwohl ich jetzt auch heute gebe ich wieder ein Objekt zum Notar, auch verkaufe und auch gut verkaufe. Und wir sind hier in so einer ländlichen Region. Ich glaube nicht, dass unsere Preise sind marktgerecht, aber sie werden nicht fallen. Also es wird jetzt kein Ausverkauf der Region Breitscheid und Umgebung geben, auf gar keinen Fall. Also das ist, sehe ich nicht, weil der Neubau ist recht zum Erliegen gekommen, weil er für viele gar nicht mehr finanzierbar ist oder überschaubar ist. Und die Bestandsimmobilie, da hat man ein tolles Grundstück, da hat man alles rundherum fertig, da kann man gut sanieren, das hat man gut im Blick. Und da habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass hier nichts mehr verkauft wird oder dass die Preise absolut in den Keller sinken. Auf gar keinen Fall. Also ich sehe es ähnlich wie du und es ist auch immer interessant, auch für mich immer zu hören, auch von Kollegen aus anderen Gegenden, dass es also eigentlich überall das gleiche Bild ist. Ja. Also Nachfrage eingebrochen, aber die Preise sind nach wie vor hoch und natürlich wird mehr verhandelt als früher, liegt aber sicherlich auch an der derzeitigen Zeit. Ja, denke ich auch. Aber also wie gesagt, das ist halt die Immobilie, die vorher viel zu teuer war, ist ja auch nicht verkauft worden. Also hier jetzt, ich habe nie Immobilien aus der Hand gerissen bekommen. Also es mag in den Städten wie München oder Stuttgart bei dir da hinten gang und gäbe gewesen sein, aber hier hat man schon als Makler auch immer noch seine Hausaufgaben machen müssen, ordentlich. Also alles ordentlich zusammenstellen, ein ordentliches Exposé. Ja, ich habe immer meine Arbeit gut und ordentlich gemacht. Deswegen ist es für mich jetzt kein Unterschied. Also ich habe jetzt keine Angst, dass mir irgendwas unter dem Hintern wegbricht oder so. Wenn man das so Ja, da ist sagen vielleicht ein kann. Unterschied der, weil wir im Raum Stuttgart sind und da natürlich die Nachfrage schon immens hoch war, vor allem da die niedrigen Zinsen, die wir letztes Jahr hatten, wo sich die Leute teilweise auch gegenseitig überboten haben. Die Zeiten sind jetzt vorbei, kann man sagen. Also ich denke, es normalisiert sich wieder, sage ich immer, wie vor 5, 6 Jahren, als wir dann auch mit den Preisen auf den Markt gegangen sind und dann auch wieder verhandelt wurde. Und so ist es jetzt eigentlich auch wieder. Und was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, also ich spüre auch eine viel größere Akzeptanz uns gegenüber als Maklern. Also vor 2 Jahren oder 3 Jahren, sag ich, hat jeder gemeint, er kann das selber. Ne? Er hat gesagt, ach, ich stelle jetzt mal online mit 5 Bildern und dann geht mein Haus schon weg. Und jetzt kommen viele und sagen, ja, wie gehen wir es am besten an? Und es sind ja doch einige rechtliche Sachen zu berücksichtigen. Ich merke bei mir, dass mein Sach- und Fachverstand gefragt ist. Also, dass die Leute auch gerne bereit sind, wieder einen Makler zu beauftragen, weil sie einfach viele Dinge nicht selber regeln möchten oder können. Ich Das weiß liegt nicht, wie aber das auch ein bei dir bisschen ist. daran, wie man arbeitet. Und wenn man gut arbeitet, spricht sich das herum und die Leute kommen dann automatisch auf einen zu. Also ich mache zum Beispiel schon seit bestimmt 20, 25 Jahren überhaupt keine Werbung und
Ich denke, dadurch, dass die Leute von Mund-zu-Mund-Propaganda einfach zu mir kommen, das ist ja eigentlich das Beste, was man so bekommen kann, dann funktioniert es auch ganz gut. Ja, die Leute wollen ja beraten werden. Sie wollen etwas verkaufen, wo ihnen gehört. Sie wollen einen guten Preis bekommen und sie wollen auch gut beraten werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man die Leute mitnimmt und dann funktioniert es auch ganz gut. Ich Ja, genau. Peggy, du bist ja auch schon sehr lange im Kollegium dabei, also auch ein ganz fester Bestandteil unserer Gruppe. Was gefällt dir denn so besonders an der Gruppe? Ja, also ich habe gesehen, ich bin tatsächlich fast von Anfang an, seit 21 so dabei. Was mir gefällt, ist einfach dieser offene Austausch. Also man kann eine Frage stellen und man bekommt ehrliche Antworten. Ne? Also da wird nicht um den heißen Brei rumgeredet. Mittlerweile kenne ich ja auch einige persönlich von verschiedenen Veranstaltungen. Und es ist einfach ein offener, grandioser Gedankenaustausch. Also auf der sachlichen Ebene, aber auch schon mal persönlich. Und das gefällt mir total gut. Also Hut ab, Karel, da leistest du sehr gute Arbeit, uns alle im Zaum zu halten. Danke sehr, danke sehr. Ja, es geht mir ja auch darum, ich bin ja schon sehr lange im Geschäft und ich habe früher ganz selten zu Kollegen Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich denke, es ist doch sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen, uns gegenseitig auch motivieren, bei Fragestellungen auch unser Fachwissen auch gegenseitig mitteilen. Und das hilft dann schon, und das merke ich auch, wenn wir eine Fragestellung in der Gruppe, in unserer Kollegiumsgruppe dann immer auftauchen. Ja, Peggy, das war es dann auch schon für unser Kollegium-Talk. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Talk. Ich denke, wir werden das irgendwann mal wiederholen. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank und dir einen schönen Tag. Ja, danke, Karel. Also ich freue mich auch auf den weiteren Austausch. Bin total happy, dass ich dabei sein durfte. Und vielleicht klappt es ja jetzt mit der Tasse. Das war das Gespräch unter Maklern. Bis zum nächsten Mal.